Gäste, in wenigen Minuten treffen wir in Interlaken Ost ein. Sie haben Anschlussverbindungen Richtung Interlaken West, Schwyz, Thun, Bern und der Jungfrauregion. Mesdames et Messieurs, dans quelques minutes, nous allons arriver à Interlaken Ost, où vous avez les correspondances pour Interlaken West, Schwyz, Thun, Bern et la région de la Jungfrau. Ladies and gentlemen, in a few minutes, we will arrive at Interlaken Ost. You have connecting services in the direction of Interlaken West, Schwyz, Thun, Bern and the Jungfrau region. Der Kapitän und seine Crew verabschieden sich von Ihnen. Informationen über unsere bevorstehenden Anlässe sowie unsere Fahrplanbroschüre liegen bei der Schiffskasse beim Ausstieg aus. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und würden uns freuen, Sie schon bald wieder an Bord der BLS-Schifffahrt begrüßen zu dürfen. Le capitaine et son équipage vous disent au revoir. Vous trouverez des informations sur nos actions durant l'année, ainsi que la brochure horaire à la caisse lors de votre descente du bateau. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous nous réjouissons de vous accueillir autre fois à bord de la BLS Navigation. The captain and his crew would like to say goodbye. Information on coming events, as well as our timetable brochure, are available at the office by the exit. We wish you a wonderful day and look forward to welcoming you again soon on board of the BLS Navigation. Thank you.
Gracias.
바로 그 혼자 다니라고. 아, 말 응답한 뭔데? 약간 솔직하게 말을 하고 포상하려고 하지 말고. 흠이야, 오기가 현수로다. 바디가 이게 물 속에서 보인다 맞지? 봐라. 우리 형님이 헤엄 치는 거 아니, 내가 잘 모른다. 오빠, 야, 어제 밤에 불렀잖아요. 나 어제
Okay, fine. What are you looking at? What I will do is I will check you at this number. Okay. On what? Is the camera dirty or something on the camera? Yo, bro. Aber du hast nicht irgendwie Dreck oder so auf der Kamera oder irgendetwas. Vorher hast du ihn gesehen und jetzt habe ich das Gefühl, es ist noch, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es auf meiner Brille. Das ist fantastisch. Und ja, wieder mal klassisch, ein Hang zu wenig, Mann. Fuck. Mein Grund noch Westbahnhof und nachher auf Dun mit dem Boot. Aber erst um 6 Uhr, also eigentlich auch schon gleich. Weil es gratis ist an dem Geburtstag. Nehmen wir es zwar mit dem Zug zurück, aber... Keine Ahnung, ich habe immer irgendetwas gemacht. Eigentlich hat der Plan gesehen, oder ja, nicht wirklich der Plan, aber halt die Möglichkeit wäre noch gesehen, auch Schultornmann kann man gratis gehen. Und relativ viele andere Sachen auch noch, aber irgendwie eben keine Motivation am Anfang. Und jetzt gibt es nur noch ein Boot gratis. Verdammt. Und jetzt viel an, Mann. Aber ja, später bin ich dann sicher froh, weil es dann kalt wird. Ja, voll, gell? Jetzt bin ich dann gleich 30, Mann. Fuck. Ja, ich hoffe natürlich auf dicke Donations. Und ja, was mir auch noch in den Sinn kam, was auch geil war, wäre, wenn ich einfach den ganzen Tag auf dem Boot wäre. Und nur so aus dem Restaurant hat gegessen und was auch immer. Ich kann ja nie sagen, kann man auch gratis gehen am Geburtstag. Aber dort war heute auch scheiße, nur Nebel so. Aber es ist gleich geil. Werfen, wer weiß. Und ja, fuck. Ich muss mich selber am Riemen reissen und Englisch. Einfach nur, weil es halt mehr Sinn macht, oder? Aber ja, so ein Schweizerdeutsch hat noch jeder überlebt. Aber fuck, man, die ganzen Gerüche von diesen Leuten so. Ich fühle mich gerade wie der Agent. Von Matrix oder Roboter. Der menschliche Gestank, er ist so abstoßend. Ich mache einfach wie McDonald's im ganzen Tag.
Ich habe die Situation überfordert, oder ich weiß auch nicht. Und halt eben Scheiß, gell, die Leute schwitzen. Und was mich natürlich auch wie immer aufregt, ist, wenn die Leute nicht aus dem Weg gehen und die ganze Strasse brauchen. Haben wir es jetzt nur zweimal vorgekommen? How it is. Das ist auch die schlimmste Straße. Ja, da ist noch irgendein Event. Anna. Also irgendwie ist es schon cool, wenn nicht mehr umgegangen etwas läuft. It's nice if there's always something going on. But yeah, I really hate the looks also that you get from people when you stream or make a video or whatever. Everybody's acting like they're not watching videos all the time. It's so funny. Watching them is okay, but doing them is cringe. The hypocrisy, but yeah, humans are hypocrites. It's like normal. I am a hypocrite also. I can't even see the emotes. But it must be a good one. I think it's the one with the hat. Where the guy is like, people, Pepe. Slightly sad. Ah, don't try to film the fat kid and then the other guy looks like he doesn't want to be filmed. But yesterday or before yesterday I saw something weird also, like this one streamer was like saying, ah, oh, this one guy is weird because he's talking to everybody and making interviews or whatever. What the hell's going on here? I feel like as a woman it's definitely a little bit easier to not be, don't get these looks. But as a man, you're automatically a creep. Ah, oh, I smell meat. Meat. This person also, she didn't even look where she was. I think it's about the marathon. I'm actually not sure what's going on. Are they gonna come soon or something? Oh no, it's the one and stuff. Die letzten Fotos werden gemacht und dann werden wir mit einem riesengroßen Applaus vor Bühne entlassen und wir gehen zur Ankündigung vor Kategorie M12 über 60 Meter. Dort ist auch schnell gelaufen worden, es ist zum Teil eng geworden, um einen zweiten Drittrang ist auch wieder nur ein Unterschied. Mit 8:45 auf dem dritten Platz kommt Tenno Herzog-Buchsi. Kategorie M12, the Noah King.
TV Pro Brunnen. Ihre Zeit von 8:37. Auf dem vierten Rang ist der Andrik Meyer vom LC Hilfberg. Like I get, she has crickets, but still, man. Can you not open your fucking eyes? Jeez. Auf dem fünften Rang haben wir den Linus Lüdi vom LC Hilfberg. Seine Zeit 8:57. Oh, look, photo shoot on the balcony. I'm not sure if you can see it all. Somebody's gonna steal, everybody was like, walk this close behind me. Fucking weirdos. But yeah, now I still have 1 hour to kill. Should I film them running? Could eat, like, I'm hungry. I could also not take the boat, just not do it. Because taking a train, it will suck, I'm sure. Although it could be content also. There's something up. Are they running yet? Why are you running? You mean time off? I don't get time off. Are you working now? Did they finally get you? Truly annoying these people, man. Ah, but that's why the bus was not driving yesterday. Now it all makes sense. How did this kid manage to get in here? Jesus. Next time, rich billionaire.
Yeah. Although it still would fuck you up. We'll throw like a special thing out. But yeah. You need to go in cognito mode. I want to buy something. Yeah.
fuck, it opened some stuff and now the chat is gone. Can you write something? What the hell happened? Like the title is wrong. I don't know, I don't get it. I'm gonna restart it because of the chat.